Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Max Payne. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe mit dem zweiten Kapitel aus Akt 2. An offer you can't refuse. So. Und letztes Mal ist Max Payne aus El Puccinos Gefangenschaft entkommen. Halt, und auf dem Weg zu seinem Rachefeldzug, ja, haben ihn ein paar Russen gestoppt. Und die bieten Max halt Unterstützung an mit Waffenlieferung. Aber zu einer Gegenleistung von, sagen wir mal, Max soll halt einen Überläufer ausschalten. So, mal schauen. Okay, der hat eine Schrotflinte. Jawohl. Wie viel? Ups. Ah, okay, Ingrim ist relativ voll. So. Okay, ja, im Fernsehen läuft ja nichts. Okay, keine Painkillers. So, und jetzt ist. Oh. Kommt mal her. Zack. Okay. Der ist weg. So. Ah, die gute Schrotflinte. Okay. Das war völlig daneben. Oh, da ist irgendwas explodiert. Ich weiß nicht was. Keine Ahnung, wo der ist. Mal schauen. Hier komme ich nicht rein. Ah, hier komme ich überall nicht rein. Ah, ich brauche unbedingt ein bisschen Medizin. Aber ich denke mal, ich sollte das auch so schaffen. Irgendwo oben. Okay, hier oben komme ich nicht hin. Mal schauen. Okay, da läuft einer. Boah! Der ist fies platziert. Okay. Der hat mich echt böse überrascht. Plötzlich um die Ecke kommt er. So, den schneide ich mit dem Bullet-Teil. So. Der war gut. Achso, darunter. Oh, okay, das war nix. Okay. Aber gut zu wissen halt. Oh, ich höre das Gespräch noch mal an. Tears to my eyes transcend death.
schmeiß die Handgranate. Drin. Okay. Habe ich überhaupt was? Ich habe nur eine Handgranate. Ja, eigentlich. Ja, komm. Was soll der Geiz? So. Ah, hier liegt über Schrotflint herum, aber keine Painkillers. Hier liegt auch nichts. Okay. Okay, nee, Warehouse 6 komme ich nicht rein. Okay. Okay, da oben ist einer. Glaub den. Ja, ich nehme mal die Dualwache das. Wow. Okay, der. Sind die Uzis? Ach. Mikro-Uzis? Ne, Ingrims. Der ist weg. Ist hier noch einer? Nein, sieht nicht so aus. Keine Painkillers. Okay. Ach, da oben. Kann ich auch die Ingrims ein bisschen benutzen? Eins, zwei. Ja, ich nehme erstmal zwei. So. Okay. Ja, da kam noch einer mit einer abgesägten Schrotflinte rein. Okay, der hat der Sat-Igel gehabt. Okay, jetzt bin ich noch weiter in das Hafenviertel drin, oder halt Hafenanlage. So, wie sieht's hier aus? Kann ich hier rein? Nee, hier komme ich nicht rein. Oh. Erstmal schauen. Okay, keiner da. Munition. Erstmal schauen. Ein Painkiller. Wunderbar. Okay. Okay, links, rechts, links.
das war nix. Okay. Hier ist ein Kran. Dann schaue mich noch einmal hier um. Ah, okay. Painkiller, Ingram, Munition. Ah, hab schon wieder 300 Schuss. Meine Güte, hier kriegt man sehr viel Ingram Munition. Ah, ich glaube, hier muss ich raus. Ah. So, der ist schon mal weg. Oh, da kommt noch einer. Okay. Das war knapp. So, mal schauen. Okay. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Okay, ich glaube, da heißt es erstmal schnell verstecken. So, Falle überstanden. Die Russen sind dort. Wie soll ich das sagen? Was sind das überhaupt, Russen? Auf jeden Fall ist da ein Überläufer halt. Ja, die halten das Gebiet ziemlich gut im Schach. So dass die eine oder andere Falle hier, sagen wir mal so, gut platziert ist. So, Baseballschläger. Noch ein Painkiller, wunderbar. Okay. Okay, die Falle ist aber... Ach, da oben. Ja, ich nehme direkt zwei Painkillers. Ich habe ja noch genug auf Lager. So. Ach, komm mal her. Okay, der hat eine Doppelläufige gehabt. Irgendwo ist da hinten was aktiviert. Okay, hier ist nix. Okay, der war fies mit der Handgranate. So. Okay, hier komme ich nicht rüber. Über die Brücke muss ich einen Umweg suchen. Ah, komm her. I doubted the letter was a receipt. Okay, ein Scharfschützengewehr gefunden.
Rico Muerte had come to town to do more than just sort out family troubles. Exhibits number 1, 2, and 3. A briefcase of money, a sniper rifle, and an envelope with one word neatly printed on a folded piece of expensive paper. Mayor. It didn't sound like a mafia contract at all. It was too cold and too to the point. Okay, ich habe ein Scharfschützengewehr gefunden. Und Max Payne hat einen Auftrag gefunden mit einem Haufenweise Geld. So. Ja, Scharfschützengewehr kann man gut gebrauchen. So. Okay. So, man sollte ja mit der Scharfschützmunition sparsam sein. Okay. Kann man hier überspringen? Okay, hier komme ich nicht weiter. Dann mal hier rüber. Hier komme ich nicht rein. Oh, schade. Oder? Wieso? Bis Munition liegt da. Ach, das ist ein Vorhängeschloss. Ha! Okay, das sagt Igel, Ingram und ein Painkiller. So. Jetzt mich dann überlegen, war hier was? Ah, ne, hier war nichts. Ah, verstehe. Ha! Keil wegschießen. Okay, den mache ich mit der... Ah, mit der Desert Eagle. Die Brücke da unten. So, weg mit dir. Meine Güte, ne? Die kommen die direkt um die Ecke gelaufen. Oh, der hat Uzis. Ach, Ingrams. Okay. Oh, der ist hart im Nehmen. Time-Action. So. Okay, hier kann ich jetzt noch mal rüber. Wow. Da kommt einfach raus. So. Den habe ich wieder reingeschossen. Okay. Neue Handgranaten.
Jede Menge Painkillers, sonst ist hier gar nichts. Nö. Okay, ein Wasserspender. So, dann gehe ich mal in dieses Lagerhaus rein. Ja, die Docks. So, dann würde ich mal sagen, was das auch wieder fürs Erste. Dann geht es dann nächstes Mal weiter with Threads and Holy Water. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.